Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute geht's in den Urlaub. Auf jeden Fall heute geht's in den Urlaub und wir sind gerade hier dabei, uns alle zu verabschieden. Es geht nach Mallorca. Unser Flug ist wann? 15:45 15 Uhr und es ist jetzt gerade irgendwie. Es ist halb zwölf, Es ist wir müssen halb los. zwölf und wir müssen auf jeden Fall los, deswegen. Ja, könnte ich mal so mit dem Fahrrad dahin fahren jetzt. Wir müssen nach Ich Hamburg, da habe muss schon man noch ein bisschen Angst. früher da sein. Tschüss, Bussa. Ja. Könnt ihr bitte mal, du hörst bitte auf Max und Christi. Ja. Ja, so, Das ist bleibst alles, aber was sie hier. sagen. Ja, Du gehst okay. nicht alleine irgendwo hin, du trinkst nichts, du rauchst nichts, du. Leute, wir fahren jetzt los auf jeden Fall. Jetzt erstmal nach Hamburg zum Flughafen und dann. Schauen wir weiter. Im Ja, schau Video. weiter. So Leute, wir haben jetzt unsere Tickets da eingescannt. Es geht jetzt in so einen Bus rein und mit dem Bus geht es dann erstmal zum Flieger. Jetzt geht's ins Flugzeug rein. Merkst du Bock? Was wollt ihr hier alle? Keine Ahnung. Aufgeregt? Jo. Let's go! Wir sind jetzt im Flugzeug drin, ne? Ich muss laut und deutlich reden. Aufgeregt? Leute, ja, auf jeden Fall. Alter, Max, ich will nicht. Egal, Leute. Auf jeden Fall. Du musst dich gleich beim Start filmen, okay? Bei der Reaktion, die Live-Reaktion, ja, wir sehen. Okay. Leute, ich. Kannst du mal von hier oben halten? Ja, okay. Wenn es gleich startet, mache ich, zeige ich euch mal, wie es am Start aussieht. Jetzt da. Wie sieht es aus? Glaubst du, wenn ich gelandet? Noch nicht, aber gleich. Landung und Start ist das, was so am meisten anders ist. Krass. Sieht schon geil aus. Wir landen jetzt. Es ist ein bisschen Achterbahnfahrt gerade. Noch ist da gar nichts. Doch schon. Guck mal, aber ist schon schön hier. Oh nein. Ja, das ist ein Safety, ne? Weißt du, wie das? Wir haben jetzt unser Gepäck wieder und wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserem Auto, das wir uns gemietet haben. Und dann geht es erstmal vielleicht was essen und danach zum Hotel dann. Wir sind jetzt hier gerade in so einer Autohalle und wir gehen gerade zu unserem Auto. Es gibt ja echt krasse Autos, müsst ihr wissen. Es gibt extrem krasse BMWs und so. Ey, Max, warum haben wir uns eigentlich nicht so ein geiles Auto geholt? So ein Aber BMW kannst, oder so? Kannst du gerne bezahlen. Porsche? Ja, okay. Hast du Autoschlüssel? Das Auto ist da? Autoschlüssel habe ich. Okay, gut. Let's go. Boah, hier so ein fresher BMW. Was? Wir haben unser Auto gefunden, Leute, wir haben ein schönes. Hier ist unser Auto, geil. Rotes Auto. Ey Chrissy, hier wäre ein Mini für dich, ein Mini Cabrio. Ich verdammt. Das war ein Chill, let's go. Musste ich mal was drücken, das Ding geladen. Hä? Guck mal, ihr habt nichts gedrückt. Voll modern. Nee, geil. Das ist crazy. Okay, jetzt machen wir kurz Fotos, damit wir da nichts nachzahlen müssen. Rein damit. Erstes Problem, Bro, Gök hat einfach seine Tasche vergessen und da war einfach sein MacBook drin und Andries MacBook drin. Die musste jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. Max ist hinterhergegangen, haben wir ihn auch fast verloren und jetzt warten wir gerade wieder auf die beiden und die kommen auch gleich, glaube ich, wieder her. Ash, hast du dir deinen Urlaub so vorgestellt? Safe. Leute, wir sind jetzt am Hotel angekommen. Ich habe echt extrem Hunger und wir haben schon so eine extrem krasse Bucht gesehen. Da werden wir auf jeden Fall gleich nochmal hingehen. Und auf jeden Fall ein bisschen baden gehen, aber wir gehen noch ein Stück bis zum Hotel. Heute einfach unser Weg zum Hotel. Kurz unterirdisch einfach. Dort. Adi, du hast mein Handy, oder? Aber hier ist der Pool schon mal direkt. Ja, ist meine Hand.
ist cool auf jeden Fall. Max, wo ist jetzt unser Zimmer oder so? Das suchen wir. Ich hab keine Ahnung. Okay. Hier unter da vorne ist schon mal eine Bucht, wo wir gleich nochmal baden gehen. Max, man hat unser Zimmer gefunden. Ist das unser Zimmer hier? Ey, nein, oder? Ey, Leute. Hä? Nein. Das ist unser Zimmer hier. Hä? Ist das unsere Suite? Ja. Jungs, also geil, das, was wir gebucht haben, das heißt Suite. Ich hab das Was ist das hier? Digga, was ist das? Was haben wir hier gebucht? Und da geht's nur zum Buch. Das ist mal komplett im Ernst. Warum ist Licht an? Okay, sind wir hier? Hola! 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 Junge, ihr habt eine Küche hier oder was? Hä? Was ist das denn? Hä? Okay, okay. Erster Eindruck, dass wir übrigens keine Bilder vorher online gesehen haben. Ja, guck mal. Hier. Hier ist ein Zimmer. Ein Zimmer ist hier. Nein, wir haben zwei Zimmer. Ja, Toilette. Was ist das für ein Hotel? Jo, einer kann hier drin schlafen, wenn er Bock hat. Jo. Okay, unser Zimmer ist hier. Wir nehmen das Zimmer. Ja, wo schlaf ich? Nein, du kannst wieder nach Hause gehen. Zwischen uns. Hä? Hier ist dein Bett. Ich will das nicht so voll, oder? Hä? Jo, krasses Bad. Was ist das? Krasses Badzimmer auf jeden Fall. Leute, wo schlaf ich? Auf der Couch. Hier ist dein Bett. Tada! Nee. Hier. Nee. Nee, sorry, wir haben schon wieder. Das ist unser Zimmer. Leute, ich ist auf. Also, man hat hier echt einen krassen Ausblick hier auf die Bucht direkt. Also, es sieht schon krass aus hier, schon geil. Hä? Wir wollten doch sogar hier eigentlich parken. Jo. Stimmt. Ey, sieht schon, also schon geil. Guck mal da vorne das Meer. Jo. So, jetzt geht's noch einmal Abendbrot essen. Wir haben heute irgendwie noch nicht richtig was gegessen. Wir haben auf jeden Fall Hunger und danach geht's noch, also gehe ich auf jeden Fall nochmal baden und das zeige ich euch auch dann. Hier gibt's jetzt Abendessen. Ich bin jetzt schon mal in unserem Apartment, das hier drinne. Ich wollte mich jetzt einmal umziehen, die anderen sind noch essen. Ich habe ein bisschen fertig, also ich bin ehrlich, der erste Eindruck vom Essen war auf jeden Fall nicht gut. Ich habe jetzt ein bisschen gegessen. Jetzt bin ich hier im Zimmer drinne, ich ziehe mich jetzt ein bisschen um. Und danach geht es auf jeden Fall in den Pool oder in diese Bucht rein. Ich weiß noch nicht. Eins von beiden auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, zeige ich euch gleich mal, so wie das Wasser da auf jeden Fall ist. So, wir sind jetzt gerade bei so einer Bucht. Es ist alles dunkel. Mal gucken, vielleicht gehen wir gleich baden hier oder nicht. Man sieht auf jeden Fall echt recht wenig. Ja, ist auf jeden Fall extrem gruselig hier. Hallo Leute, heute Tauchtour. Wir sind jetzt gerade aufgestanden. Es ist jetzt der zweite Tag hier im Urlaub. Jetzt gerade auch, also ich finde die Aussicht schon krass, man wacht so auf und sieht einfach das hier. Also ist schon heftig, gestern waren wir auf jeden Fall noch ganz lange im Pool, da war noch so, wurde noch so ganz viel gesungen und so, bis nachts auch und die unter uns haben irgendwie auch richtig lange noch gefeiert, wenn man das alles gehört hat. Und heute geht's zum Bazar, also es gibt, keine Ahnung, ob es richtiger Bazar ist, ich weiß nicht, vielleicht gibt es da ein paar Sachen, die man sich da kaufen kann oder so. Und danach gucken wir, was wir machen. Ich würde sagen, heute nehme ich euch noch mit und morgen gehen wir dann in den Wasserpark. Wir sind jetzt beim Essen und das ist jetzt mein Teller, weil irgendwie Leute, also die Wurst ist jetzt irgendwie nicht so, also keine Ahnung, glaube ich, mag ich nicht so. Ist auf jeden Fall bis da hinten. Die haben auf jeden Fall so Speck hier, haben die, haben Bacon, mehr als welche. Also die haben schon auf jeden Fall einiges hier. Wir haben jetzt fertig gegessen. Jetzt machen wir es einmal fertig und dann geht's ab zu diesem Bazar. Mal gucken, also ich zeige euch ein paar Sachen, die es da gibt so und vielleicht kaufe ich auch noch mal ein bisschen was. Wir sind jetzt hier gerade bei einem Bazar. Ich habe schon mal hier eine Prada-Tasche einfach mal gefunden. Den Preis mache ich. Prada-Tasche. Hier eine, was ist das? Gucci. Hier eine Dior-Tasche. Alter, ich würde sagen, wir gucken uns ein bisschen um. Hier gibt es auf jeden Fall krass, krank viele Fake-Sachen. Jo, was kostet die? Okay, so also einfache Sachen, Fake, die... Ja. So Rucksackmarkt, nochmal als hier. Hier gibt es die. Wir waren jetzt auf diesem Bazar, wir haben auf jeden Fall nicht so viel da gefunden. Jetzt gehen wir gerade nochmal zu einem Outlet. Aber mehr seht ihr auf jeden Fall bei TipTapTube. Und dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.